Jeden Tag was Neues anziehen, ohne zu bezahlen. Eine Riesenauswahl an Klamotten und alles umsonst. Das ist die Kleiderkammer in der Kommune Kaufungen in Nordhessen. Auch die Leute vom Dorf machen mit. Hier kannst du mitnehmen, was du brauchst und reinhängen, was du gerade nicht brauchst. Aber was ist, wenn ich gerade heute meinen Lieblingspullover anziehen will und er ist dreckig oder hat ein Loch oder ist nicht da? Ich hatte gelesen, dass sie da alles teilen und sogar eine gemeinsame Kasse haben. Das fand ich spannend. Gemeinsame Kasse, wie soll das funktionieren? Das gibt doch dauernd Streit. Ich wollte wissen, wie kriegen die das hin, wo wir uns zu zweit schon manchmal übers Geld zanken. Herzlich willkommen bei Asra Blockt. Ich bin Asra. Heute geht es um Gemeinschaften, Lebensgemeinschaften. Wie wollen wir leben? Wie wollen wir miteinander sein? Wie wollen wir zusammenleben? Wie viel Platz brauchen wir? Wie viel Zeug brauchen wir? Und was hat das alles damit zu tun, wie das mit dem Klima, mit der Erde, mit der Natur und mit uns weitergeht? Sind schon interessante Fragen und viele Menschen fragen sich das auch gerade. Und einige sehen die Lösung in einem Leben in Gemeinschaft. Es gibt viele Gemeinschaften und jede ist anders. Und drei habe ich besucht. Und zuerst war ich in Ökodorf Siebenlinden. Aus welchem Leben kommst du? Worüber hast du dich in der letzten Zeit gefreut? Und wie hältst du es mit Nähe und Selbstbestimmung? Warum bist du hier? Diese vier Fragen sollten wir zur Vorstellungsrunde im Ökodorf beantworten. Ein überraschender Einstieg in das Infowochenende, volle Power, mitten reingesprungen. Eine gute Einladung, über sich nachzudenken und sich zu zeigen. Alle TeilnehmerInnen haben ehrlich darauf geantwortet. Jetzt konnte ich mir die Namen und Gesichter merken. Zu jedem hatte ich jetzt einen Film mit einer Geschichte. Eine offene, persönliche, wohlwollende Atmosphäre ist den Menschen hier anscheinend sehr wichtig. Anders zusammenleben, in Frieden miteinander und mit der Natur. Zukunftsgerichtet, ökologisch. Eine Gruppe junger Leute hat ein Dorf gegründet, um das zu leben. Das war 1997. Sie haben einen alten Bauernhof in Sachsen-Anhalt renoviert und das Ökodorf Siebenlinden gegründet. Dann haben sie Häuser gebaut, Strohballenhäuser. Heute leben in Siebenlinden etwa 100 Erwachsene und 40 Kinder. Wie sie leben und arbeiten, wie sie sich organisieren, was sie anders machen, darüber findet ihr alles Mögliche im Internet. Hier ein paar Eindrücke von meinem Besuch. Als wir ankamen, war es schon dunkel, richtig dunkel. Es gibt keine Straßenlampen im Ökodorf Siebenlinden. Dafür einen wunderschönen Nachthimmel. Und still war es, richtig still. Das Dorf ist autofrei. Ich habe selten so gut geschlafen wie dort. In einem Haus aus Stroh. Bei einem der Häuser hatten die Baumeister den Ehrgeiz, ein Haus nur aus regionalen Rohstoffen und komplett in Handarbeit zu bauen. Also ohne Maschinen und Strom und möglichst ohne Abfall. Sie haben alte Nägel gerade gekloppt und Baumstämme mit der Handsäge zersägt. Es hat gedauert, aber sie haben es geschafft. Am Ende waren zwei Eimer Abfall übrig. Alpakas statt Rasenmäher. Alpakas sind reinliche Tiere. Sie machen nicht überall hin, wie die Schafe, sondern nur an bestimmten Plätzen. So kann man im Sommer die Liegewiese nutzen. Es gibt kein einziges Wasserklo im ganzen Dorf. Ausschließlich Komposttoiletten. Raumspray braucht man trotzdem nicht. Man riecht nichts. Ein Dorf im Flugmodus. Im Dorf werden keine Handys benutzt. Wenn du nicht gerne kochst, brauchst du hier nie wieder zu kochen. Du kannst jeden Tag essen gehen. In der Gemeinschaftsküche kreieren Profiköche jeden Tag köstliche Menüs, vegetarisch und vegan. Alle machen regelmäßig Dienste. Das muss nicht in der Küche sein. Ein kleines Dorf mit 40 Kindern. Wo gibt's das noch? In einem normalen Dorf in Deutschland sieht man eher zweimal am Tag das Auto vom Pflegedienst vor jedem dritten Haus stehen, als Kinder auf der Straße spielen. In Siebenlinden werden die Kinder von der Gemeinschaft mitgetragen, finanziell und in der Betreuung. Ich weiß noch, wie wichtig es mir war, als meine Kinder noch klein waren, Mitbewohner im Haus zu haben, dass zur Not jemand bei den Kindern ist oder auch, wenn man mal zu zweit ins Kino will. Wie die Kinder werden auch die Alten in Siebenlinden von MitbewohnerInnen betreut. Einmal wollte eine junge Frau unbedingt im Dorf einziehen, sie hat aber das Geld für die Genossenschaftseinlage nicht. Eine ältere Bewohnerin hat ihr das Geld geliehen und die junge Frau hat sie gepflegt. Eine tiefe Freundschaft ist daraus entstanden. Du kannst in Siebenlinden als Familie zusammenleben, in einer Frauen-WG, in einer Männer-WG, in einer gemischten. Du kannst auch allein im Bauwagen oder im Minihaus leben. Die Regel ist für alle, jeder und jede hat 16 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung, wegen des ökologischen Fußabdrucks. Das hier ist so ein Minihaus mit 16 Quadratmeter Wohnfläche. Die Bewohnerin hat es selbst gebaut. Ich habe die Siebenlinder gefragt, was die ganze Sache zusammenhält, seit über 25 Jahren. Wie kann das funktionieren? Hier ist, was sie sagten.
Da ist zuerst das Commitment. Die Verpflichtung ist klar geregelt. Ankommen, Aufnahme, Zusammenleben, Ausstieg, Entscheidungsfindung, Finanzen. Die Regeln haben sie gemeinsam erarbeitet und sie wurden und werden immer wieder überprüft und angepasst. Dann sind da die gemeinsamen Werte. Diese zwei sind die wichtigsten. Erstens, jedes Wesen hat Rechte. Jede und jeder wird gesehen und gehört. Und jede und jeder bestimmt mit. Soziokratie statt Demokratie. Jede Stimme zählt und nicht die Mehrheit bestimmt. Der zweite Wert ist das harmonische Zusammenleben mit allen Wesen, miteinander und mit der Erde. Das ist der zentrale Wert, der diese Menschen zusammengeführt hat. Dafür wurde das Dorf gegründet. Ein Siebenlindener verbraucht ein Drittel des ökologischen Fußabdrucks eines durchschnittlichen Deutschen. Was sie noch geantwortet haben, Ehrlichkeit ist ganz wichtig, damit es funktioniert. Nun ist Ehrlichkeit ein zartes Pflänzchen in Gruppen und Gemeinschaften. Es braucht eine vertrauensvolle Atmosphäre. In dem Video »Kein richtig falsches Leben« von Michael Würfel wird über Langstreckenflüge diskutiert. Natürlich ist man im Ökodorf gegen Flugreisen. Dass einer, der nach 20 Jahren mal eine Flugreise machen will, aber trotzdem frei sprechen kann und nicht fertig gemacht oder unter Druck gesetzt wird, das hat mir unglaublich imponiert. Auch, dass nicht unbedingt eine Lösung gefunden werden musste. Dass man es wichtiger findet, den Standpunkt des anderen zu verstehen und wohlwollend miteinander umzugehen, als recht zu haben. Auch selber machen und zusammenarbeiten ist gut für den Zusammenhalt. Als die Menschen im Nachbardorf gesehen haben, dass sie hier gute Handwerker und keine Spinner sind, haben sie das neue Dorf akzeptiert. Na und dann das Feiern. Das Feiern gehört unbedingt dazu. Osterspaziergang mit Eier suchen, zusammen draußen essen, Kneipe, Disco und Kartenspiel mit dem Nachbardorf, das Sonntagscafé mit Kaffee und Kuchen, eine Baum- und eine Hogwarts-Hut-Zeremonie für neue Freiwillige im ökologischen Jahr, Begrüßung der neuen Mitglieder, Begrüßung der neuen Babys, Hochzeiten und Beerdigungen. Alles wird gefeiert. Wie sie feiern, das ist wirklich sehenswert. Die Spiele, die die Kinder spielen, klasse. Ohne Hüpfburgen und Remi-Demi und wirklich ganz anders. Na gut, wenn man aufs Land zieht und ein Dorf gründet, da kann man alles anders machen und Sachen ausprobieren. Aber wir können ja nicht alle Dörfer gründen und aufs Land will auch nicht jeder ziehen. Ich habe Menschen besucht, die leben zusammen, aber nicht auf dem Dorf und auch nicht auf dem Land, sondern mitten in Köln. 10 Menschen wohnen in diesem Haus, seit 30 Jahren, mehr oder weniger zusammen. Sie haben mich zum Kaffee eingeladen. Ja, ich finde, das ist ja ideal. Ne? Das ist am Rhein, 5 Minuten bisschen vor. Du bist, kannst zu Fuß letztendlich in die Stadt gehen. Leben auch ruhig, ne? Relativ ruhig hier. Also, da gekauft haben wir die Ruine 86. Ja. 86. Und ab 88 oder Ende 87 sind wir eingezogen. Nein, musste, ja. Es durfte kein Gemeinschaftseigentum sein, das man dann quasi genossenschaftlich vermietet an Einzelne, sondern es musste jeder Wohnungseigentümer werden, um diese Förderungen machen zu können, die notwendig waren, weil das sonst einige gar nicht hätten finanzieren können. Mhm. Das war ja hier alles. Hier das Haus war eine Ruine. Also was wir am Anfang ganz wunderbar fanden, war, dass wir alle ungefähr gleich alt sind und die Kinder auch ungefähr im gleichen Alter. Aber inzwischen, finde ich, hat das auch natürlich Nachteile. Jetzt sind wir alle alt und irgendwie fehlt da so ein bisschen so dieser jüngere Nachwuchs, der so ein bisschen Leben auch wieder reinbringt. Das ist aber halt, dass wir Wohnraum brauchen. Ne? Wir wohnen alle auf großen Wohnungen. Ja, ja. Und keine Rücken umziehen, weil es zu teuer ist. Ja, nein, auch, ich weiß nicht, für mich ist das hier auch Heimat, ja. Ja, sicher. Ne? Dass es schon wichtig ist, dass man so ein Auge aufeinander hat und das kann man hier im Haus eigentlich sehr gut und dass man sich schon so ein bisschen kümmert. Ich habe meinen Rücken anfing kaputt zu gehen, da hat Uli mir jeden Morgen Zigaretten und Tee vorbeigebracht. Christian hat sich überlegt, ob man nicht so eine Wohnung oder bei mir unten den Anbau nehmen und uns eine Pflegeperson da wohnen lassen. Ne? Ja, wenn es ansteht, sollte man das diskutieren. Ja, ja. Und war das von Anfang an klar, dass so die Familien ihr eigenes haben? Oder war das? Ja, das war schon förderungstechnisch notwendig, ach so, okay. Dass jeder sein Privateigentum hat. Ja. Ich habe das am Anfang so ein bisschen vermisst. Wir haben vorher in so einer kleinen Hausgemeinschaft gewohnt, die aber ziemlich zerstritten war. Aber da war das so,
die ganze Parterre-Wohnung, da war morgens eine Kindergruppe drin und nachmittags konnten alle Kinder aus dem Haus da spielen. Und das war für die eine unglaubliche Freiheit. Und sowas habe ich ja anfangs so ein bisschen vermisst, ne, dass wir sowas nicht hatten. Also ich muss für uns erzählen, wir haben ja in der Böll-Wohnung gewohnt. Das waren alles Leute aus dem Kinderladen gewesen. Ja, ja. Ne, wo man ja dachte, man hat gemeinsam Kinder, man kennt sich, man hat gemeinsame Ziele und so weiter. Aber das fing sehr schnell an zu bröckeln. Und dann musste man immer wieder Leute reinnehmen. Und für mich war es einfach zu eng. Also mir war das zu eng nachher, dass man also in die Küche kam und dann saß jemand, mit dem man sich vielleicht nicht unbedingt unterhalten wollte. Zwischendurch immer viel Unruhe und da dachte ich, sowas möchte ich auch den Kindern nicht zumuten. Ja. Ne? Also dass man dauernd neue Leute hat und die dann doch mit irgendwelchen Illusionen kommen, dass man die quasi noch ein bisschen so bemuttert. Und ich hatte das Gefühl, mit den drei Kindern haben wir genug zu bemuttern. Also ich wäre, glaube ich, nicht wieder in eine Wohngemeinschaft gezogen. Die hatten wir ja drüben. Also das war für mich klar, so eine Zwischenlösung. Ne? Man ist nicht anonym in irgendeiner Wohnung, wo man jemanden kennt, und es ist aber auch nicht so eng, man kann die Tür zu machen. Man muss ja auch gucken, wie man das Haus aufteilt. Ja, ja. Das war ja auch nicht so einfach. Mhm. Wer braucht wie viel Platz? Also wir haben damals, Christian und ich haben damals nur Weihnachten und Neujahr noch nachts gezeichnet. Ja. Ja. Ein Teil der Wohnung ist ja auch los worden, wo wer wohin kommt. Ah, ja. Also der, von dem wir da sprechen, also eigentlich können wir den sehr gut leiden. Wenn es ihm gesundheitlich einigermaßen geht, ist der ein netter Mensch. Sind denn alle von euch, die jetzt hier sind, ganz von Anfang an dabei gewesen? Alle im Haus. Immer noch alle im Haus. Seit 35 Jahren und ungefähr. Und wie habt ihr das geschafft? Das ist ja wirklich besonders. Keine Ahnung. Anfangs mit Tränen. Das fragen wir uns auch. Das frage ich auch dauernd. Ja, nein, ich sage immer, wir lieben uns nicht, aber wir reden noch alle miteinander. Wir haben 2 Jahre zusammen gebaut. Also ah ja. Ja. 10-20% selbst so viel reingesteckt. Zusammen gekocht und gegessen und viele Tränen geflossen, glaube ich. Dass wir das hier gemeinsam gestemmt haben, dieses Projekt, ne, das war ja auch mit viel Angst und Schweiß und schaffen wir das überhaupt? Ne? Auch gerade bei denen, die jetzt finanziell nicht so gut dastanden, ne? Da sind ja Alleinerziehende mit mehreren Kindern auch eingezogen. Ne? Und also ich glaube, das schweißt irgendwie zusammen, so diese Erfahrung, die man dann macht. Ne? Ja, die Reichen haben ja teilweise Geld zur Verfügung gestellt, also das ist Darlehen für die. Okay. Also reich waren wir damals alle nicht. Das finde ich schon auch bemerkenswert bei uns, dass wir alle so zusammengeblieben sind. Ne? Aber wahrscheinlich ist es sogar einfacher, wenn man sich nicht alle kennt vorher. Weil die Ansprüche geringer sind, als wenn... Das stimmt, ja. Man so eine Gemeinschaft über Jahre ist und dann halt wahrscheinlich so Ansprüche aneinander hat, die keiner erfüllen kann. Aber man merkt, dass ihr euch mögt. Ja. Das sieht manchmal auf den Hausversammlungen, wenn es um Organisatorisches oder Reparaturen geht, anders aus. Sieht doch anders aus. Aber ja, ich denke, wir haben uns schon in unseren 35 Jahren auch viel gestritten. Da finde ich das entscheidend, dass wir alle noch miteinander reden. Was ich schon nett finde, ist, dass... da kommt man dann aus den Ferien wieder und dann sagt die Susanne, ich habe was gekocht für euch. Oder sie hat einen Kuchen gebacken und dann bimmelt sie und man geht dann einfach rüber. Ne? Also wir werden jetzt hier... Gemeinsam alt. Gemeinsam uralt, das würde sicher vielen Menschen gefallen, so zu leben, zusammen mit FreundInnen in einem schönen Haus, mitten in der Stadt. Vor allem, wenn man gerne in der Stadt wohnt. Nur das wird gerade immer schwieriger. Und vor allem teurer. Und ich meine, ist ja so. Du hast vielleicht selber nicht viel und bezahlst jeden Monat Geld an einen, der eigentlich schon viel hat. Wie wäre das denn, wenn alle gleich viel hätten? Das fanden ein paar Leute eine gute Idee und haben eine Kommune gegründet. In einem Dorf in Nordhessen, in Niederkaufung. Seit fast 40 Jahren leben sie in der Kommune zusammen. Heute sind es 50 Erwachsene und 30 Kinder. In dem nordhessischen Dorf Niederkaufung haben sie Land und Häuser gekauft und diese ökologisch saniert. Der Hofladen. Auf ihrem Hof bauen sie ihr eigenes Gemüse an. Ein berühmter Pomologe betreut den Obstanbau. Ihre Käserei ist legendär, über den Landkreis hinaus. Die Schreinerei. Es gibt außerdem eine Schlosserei, eine Fahrradwerkstatt, eine Tagespflege und einen Kindergarten. Das Dorf ist froh, der Landkreis auch. Für Strom und Heizwärme haben sie ein Blockheizkraftwerk. Das Holz kommt aus der direkten Umgebung. Heißwasser für die Wohngebäude wird mit der Solaranlage erhitzt. Für Gartenbewässerung, WC-Spülung und Waschmaschinen wird Regenwasser gesammelt.
Haushaltsgeräte und Maschinen nutzen sie gemeinsam. So kommt man mit viel weniger Geräten aus. Wo es geht, wird recycelt. Auf der Baustelle konnten sie viele Tonnen Baumaterial wiederverwenden und mussten nicht so viel kaufen. Viel mit dem Auto rumfahren müssen sie auch nicht. Arbeitsplätze, Kindergarten und Wohnungen liegen dicht beieinander. Einkäufe werden zentral organisiert. Für Bus und Bahn teilen sie sich übertragbare Monatskarten. 7 PKWs stehen für alle zur Verfügung. Ein Profiteam kocht wochentags in der Gemeinschaftsküche. Alle machen Dienste, nach Neigung, Wäsche, Küche, Müll und so weiter. Der Waschsalon. Eine eigene Waschmaschine, die Platz in der Wohnung wegnimmt und Geld kostet, brauchst du hier nicht. Sie sagen, wir leben einfach und wir fliegen nicht. Sie treffen sich regelmäßig. Entscheidungen werden im Konsens getroffen. Die Kommune funktioniert wirtschaftlich wie ein einziger Haushalt. Du gibst, was du hast und nimmst, was du brauchst. Alles, was du verdienst, geht in die Kasse. Davon wird alles bezahlt. Essen, Energie, Wohnen. Es gibt eine Bargeldkasse, wo jedes sich bedienen kann mit einer Liste. Alles über 150 Euro wird eingetragen. Anscheinend funktioniert es. Natürlich teilen sie nicht alles. Sie haben ihre privaten Bereiche. Und wenn ich nicht will, dass mein Lieblingspullover jemand anders anzieht, dann lasse ich ihn in meinem Zimmer. Auf meine Frage, was die Kommune seit fast 40 Jahren zusammenhält, hatten sie in Kaufungen ähnliche Antworten wie in Siebenlinden. Gemeinsame Werte, unterschiedliche Menschen und eine Mindestgröße, sodass man sich auch mal aus dem Weg gehen kann. Die gemeinsamen Werte sind Transparenz, Ehrlichkeit, eine ökologische Lebensweise, Entscheidungsfindung im Konsens, das gemeinsame Wirtschaften und Arbeiten und die Auflösung von Machtstrukturen, auch denen von Kleinfamilien. Die Kaufunger verstehen sich als politische Kommune. Irgendwas müssen diese drei Gemeinschaften wohl richtig machen, dass die so lange halten. Ich habe mich gefragt, was das Geheimnis ist und ob es ein Muster gibt für funktionierende Gemeinschaften. Die Quantenphysikerin und Hirnforscherin Dana Soha sagt, dass die Grundlage für kreative und nachhaltige Systeme spirituelle Intelligenz ist. Und Merkmale von spiritueller Intelligenz sind zum Beispiel Mitgefühl, gegen den Strom schwimmen, Visionen und Werte haben und Verschiedenartigkeit wertschätzen. Habe ich in allen drei Gemeinschaften auch erlebt. Hier könnt ihr mehr drüber lesen. Edition Brand 1, 3. Jahrgang, Heft 8. Und ich habe noch was gefunden, hier in diesem Buch. Zen Talk von Tyson Junker Porter. Es ist eines der schönsten und lustigsten Bücher, die ich in der letzten Zeit gelesen habe. Es gibt es leider nur auf Englisch. Und da drin habe ich ein Muster gefunden, was auf jede Gemeinschaft und jedes Zusammenleben passt und was ganz einfach ist und was ihr dauernd bei euch habt, in eurer Hand. Also, das Muster geht so. Und Achtung, die Reihenfolge ist wichtig. Erstens Respect, zweitens Connect, drittens Reflect und viertens Direct. Das muss ich erklären. Also, erstens Respekt. Respekt vor dem anderen. Ob Zusammenleben funktioniert, ob Gemeinschaften halten und ob sie Freude machen, das hat ganz viel damit zu tun, wie wir mit denen umgehen, die anders sind. Die anders aussehen, anders reden, anders denken, anders ticken und andere Bedürfnisse haben. Wenn wir sie nicht ausgrenzen und bekämpfen, sondern versuchsweise in ihren Schuhen laufen, sind wir ja oft überrascht, dass wir das, was uns erst so komisch vorkam, auch irgendwie selber kennen. Junker Porter sagt, weil wir selber eben auch oft Idioten sind. Dann können die, die anders sind, unsere wertvollsten Lehrer sein. Die Gemeinschaften, die ich besucht habe, respektieren das andere und schätzen die Vielfalt. Zweitens, Connect, Verbindung. Funktionierende Gemeinschaften gehen davon aus, dass der Mensch eigentlich gut ist. Ich finde, sie haben recht. Wenn wir nicht von Natur aus hilfsbereit, mitfühlend und fürsorglich wären, wären wir längst ausgestorben. Kein Neugeborenes würde überleben. Eine Gemeinschaft, die Kinder unterdrückt und Frauen missachtet, ist zum Scheitern verurteilt. Und eine Gesellschaft, die Verbindung zu ihrem Umfeld verloren hat, auch. Unsere ganze Kultur, unsere Erziehung, das Wirtschaftssystem geht davon aus, dass wir uns eigentlich alle andauernd übers Ohr hauen wollen. Und dass nicht genug für alle da ist. Macht uns das glücklich oder auch nur sicherer? Das dient ausschließlich den Interessen der Big Player und autokratischen Demagogen, die unsere Sehnsucht nach Zugehörigkeit ausnutzen. Und es ist so mächtig und verbreitet, dass es richtig Anstrengung kostet, was dagegen zu setzen. Das System sitzt ja auch in uns. Deshalb stecken sie in Siebenlinden und in Kaufungen so viel Energie, Zeit und Herzblut in die bewusste Gestaltung ihres Zusammenlebens. Und beim Feiern tankt man sie dann wieder auf, die Energie. Drittens, Reflect, nachdenken. Immer wieder hinschauen, was ist, nachdenken, ob alles noch stimmt,
auf den Misthaufen werfen, was nicht mehr passt und immer wieder die Regeln und Formen anpassen. Das sind die berühmten Feedback-Schleifen aus der Permakultur. Sie passen auch aufs Zusammenleben. Viertens, direct, lenken. Verantwortung übernehmen, sich verpflichten, Entscheidungen treffen und in die Pötte kommen. Wirklich machen, einfach anfangen, sonst ändert sich nie was. Und wieso ist die Reihenfolge so wichtig? Junker Porter beschreibt, wie australische Entwicklungshelfer ihre Projekte mit Aborigines angehen, nämlich genau umgekehrt. Die Weißen haben eine genaue Vorstellung davon, was gut ist für die Indigenen und haben einen Plan, was sie dort machen wollen. Direct. Dann merken sie, es funktioniert nicht. Die Leute sind misstrauisch, wollen nichts kapieren, machen nicht mit. Also überlegen sie, woran das liegen kann. Reflect. Aha, denken sie, vielleicht sollten wir erstmal vertrauensbildende Maßnahmen ergreifen. Wir schenken dem Dorf ein Auto für das Projekt. Connect. Das Auto wird für alles Mögliche benutzt, nur nicht für das Projekt. Es wird von allen gefahren, auch ohne Führerschein, und ist nach kurzer Zeit Schrott. Tja, die Aborigines sind nun mal leider in der Steinzeit stecken geblieben. Sie haben keinen Begriff von Eigentum. Sie sind unverantwortlich und undankbar, sagen die Weißen, und fahren frustriert in die Stadt zurück. Respekt. Natürlich habe ich mich auch gefragt, ob das was für mich wäre, in einer Gemeinschaft zu leben. Ist ja wirklich vernünftig, sich die Waschmaschine und das Werkzeug zu teilen und nicht jedes Mal, wenn ich Lust auf andere Klamotten habe, shoppen zu gehen. Ist schon klar, wer was davon hat, wenn wir allein und in Kleinstfamilien leben und konsumieren, konsumieren, konsumieren. Ist auch klar, wer dafür zahlt. Die Menschen, die die Waschmaschinen und Klamotten herstellen. Zu Billigslöhnen, weit weg, unter schlimmsten Bedingungen. Bezahlen muss auch unsere Erde, die im Müll erstickt und ausgeraubt und verwüstet wird, als hätten wir mehrere davon. Unser Wohlstand ist Diebstahl. Dass Privatleute, private Interessen die Macht haben über Ausbeutung, Armut und Hunger und Klimawandel und Artensterben, das kann ich nicht ändern, nicht alleine. Dafür müssen wir uns zusammentun. Und dafür braucht es starke Bewegungen. Die gute Nachricht, es gibt sie schon, die starken Bewegungen, überall auf der Welt. Wir können anders zusammenleben. Es ist wunderbar zu sehen, dass es geht. Zum Beispiel in Gemeinschaften. Nun können wir nicht alle Dörfer gründen und in der Kommune leben will auch nicht jeder. Aber was ich machen kann, ich kann erstmal zuhören, was der bekloppte Spinner da zu erzählen hat. Dann kann ich eine Weile in seinen Schuhen laufen. Dann drüber nachdenken und dann erst reagieren und was sagen oder auch nicht. Das kann ich mit meinem Partner machen, mit meinen Kindern, in meinem Arbeitsteam, mit meinem Chef als Chefin, mit meinen Nachbarn, im Viertel, im Verein, in der Politik und in meinem Garten. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.